Oh, noch ein Tempel. Oder eine Kiste. Ich hab den nicht gesehen, meine Güte, wieso hab ich das noch nicht gesehen? In der Kiste ist Silbererz, Eisenbahn und ein paar, keine Ahnung was, ich habe gerade den Namen vergessen. Und nein, ich lasse die Kiste einfach mal so stehen, auch wenn sie schön ist. Ich stehe auf Hightech-Chests. Hab ja euch schon mal in ein paar vorherigen gesagt, dass ich diese echt mag. Weil sie einfach sind. Das sind natürlich die zweitbesten, die besten natürlich sind die Rainbow-Chests. Die sind einfach... Irgendso aus irgendeiner Serie würde sagen, gay. Ich weiß aber nicht mal, welche Serie das war. Ich glaube, es war irgendwie Community. Glaube ich. Und noch ein Tempel. Na, Halleluja. Du hast echt die Nerven, dich mir aufzubrummen. Das wird ja lustig. Noch ein Tempel. Ja, ach, herrlich. Ich mag Tempel. Die machen das Spiel so wundervoll. Hier ist ein Bett, so eine. Ihr kommt euch so toll vor mit euren Fernwaffen. Oh, ich hab Fernwaffen. Oh, guck mal, ich hab Fernwaffen. Bro-Kill habe ich bekommen. Würde jemals einen Bro-Kill? Das verstehst du gegen den Bro-Code. Ich habe ihn zu Hause liegen. Ist der gerade über Wasser? Läuft der gerade über Wasser? Oder ist das... Oh. Das ist ja ein cooler Tempel. Den will ich auch haben. Ich will so einen Tempel mir im Zimmer bauen. Eine Tempelanlage. I must destroy you. Wer es glaubt, wird selig. Na, no, gehst du schon sterben? Jetzt schon. Lalalalala. Mehr Pixel, Pixel, Pixel. Noch mehr Pixel. Alles meins. Euer Pixel gehört mir. Muhahaha. Hier ist nichts mehr. Ja. Weiter. Ich liebe Tempel. Tempel suchen macht Spaß. Ich liebe Tempel. Was, warum geht's eigentlich rein? Ist hier irgendwas Besonderes? Nein, ist nicht. Hätte ich mir fast denken können, dass hier nichts ist. Hier geht's runter. Runter. Ich muss ein bisschen Licht schaffen. Mich mit meinem Ding rumwedle. Ich geh jetzt nur runter. Wie ist das alles mit Türen voll? Das ist doch ekelhaft. Ja, komm her. Oh, traust dich nicht hochzukommen. Du siehst mich nicht, du siehst mich, aber du bist tot. Das gefällt dir wohl, wa? Mit einer Fernwaffe rumzusprühen. Mir macht Spaß, ja, Pixel aufzusammeln, die ich in eurem wundervollen Tempel... Und bam, und nochmal, und du bist weg. Lass mal die ganzen Waffen angucken. Broken Wound Sword. Das Kleber kann ich wegwerfen. Das kann ich auch wegwerfen. Das kann ich auch wegwerfen. Der Bro Killer sieht zwar cool aus, meine Waffe. Überlege ich mir noch, ob ich die wegwerfe. Sieht zwar cool aus, aber ist nicht wirklich stark. Auf einmal. Echt. Das wirkt ja ernst. Ihr wollt mir Angst machen. Nur weil ihr so dritt seid. Also wirklich. Denke wirklich, ich hab Angst vor euch. Also, nein. Ja,
Ich gehe erstmal nach unten. Der Tempel ist aber riesig. Ich hatte noch nie so einen großen Tempel, so einen großen Apex-Tempel. Und hier ist wirklich nichts mehr. Ist bloß so ein. Ja, springt runter, ich spring hoch. Oder andersrum. Nur 3 Pixel, meine Güte. Geht aber echt knausrig. Was ist hier drin? Ist hier noch was? Nein, hier ist bloß ein Bett. Ich brauche wenig schlafen. Ist noch früh am Tage. Also nicht wirklich, aber ich fühle mich noch so frisch. Ich könnte mal was essen. Was habe ich denn da? Ich habe da. Oh, ich habe Waffen. Weiß ich gar nicht. Kurz das Auge jucken. Bevor ich mir mal die Waffen angucke. Ich glaube, die ist besser. Ich tue mir die mal kurz irgendwie ausrüsten für den Bogen, weil Bogen brauche ich eh nicht, wenn ich hier so eine coole Waffe habe. Aber hiermit mache ich Licht. Damit kann ich viel mehr Licht machen. Und diesen Krug zersprenge ich auch noch. Dann kann ich jetzt wieder schon mal nach unten gehen. Was denn? War da was? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, da war gar nichts. Ja, ich habe Alzheimer. Ich weiß. Aha. Ich habe eine Fernwaffe. Ich weiß, ich habe mich noch vorhin lustig gemacht über so eine Waffen, weil ich die sinnlos fand. Aber jetzt habe ich eine und das ist wieder was total anderes. Die Sache ist schon total anders aus. Na ihr Kleinen. Wollt ihr lieber ans Licht? Dann sterbt. Hier ist wieder Licht, hier ist Licht, hier ist Licht, hier ist Licht. Oh, es ist dunkel. Toll. Viel Spaß. Stirb. 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 Du bist tot. Fehler begangen. Das Gefühl. Aha. Jetzt mir meine Fackel. Weil da war Erz und ich bin Erzfanatiker. Ich bin kein Erzbischof, aber ein Erzfanatiker und das ist auch was Tolles. Wenn man nach Erzen gräbt und dann Erze findet. Ja, ich glaube, es reicht. Wir können wieder nach oben gehen. Einfach durch diesen Nebel oder was das auch immer da ist. Und, kurz mal hier so ein Brain Extractor bauen. Denn damit können wir Brainen. Noch Brainen. Steelforger? Ne, ich habe jetzt 2 Waffen und die 2 Waffen sind besser. Ich will wieder aufräumen. Die hier zum Beispiel brauche ich nicht mehr. Genauso wie Saplings. Genauso wie das und
das und nicht das. Das und ja, auch den brauche ich nicht. Die sieht einfach nur ekelhaft aus. Security-Tür. Kommt vielleicht mal noch irgendwann mal brauchen. Toxic Chop brauche ich auch nicht. Kann ich mir nicht hier was Neues craften? Das wäre doch mal was. Nein, wir können so ein Lantern und Stick und das mal irgendwie Licht oder soll Licht machen, aber ich habe es dann irgendwie hinbekommen, dass es irgendwie Licht macht. Weil es einfach für mich zu wenig Licht macht. Wieder zurück. Dann mache ich mal hier mal einen 3D-Printer an. Und ein. Dafür habe ich zu wenig Pixel. Da kann ich mir Pixel-Compressor machen. Da kann ich mir Pixel kompressieren. Muss man so zu nennen. Wie viel Kohle habe ich jetzt eigentlich schon gefunden? Kohle 13. Wow. Wow. Das ist echt viel. Und ein Holz. Ich habe jedenfalls ein bisschen Holz gefunden vor meiner Hütte. Nein. Gar nichts. Doch, also die 81. Ich kann mir aber gerade mal 8 Kohle rausmachen. Das ist einfach zu wenig. Das heißt, ich muss noch mal runter. Ich will nicht. Ich mache aber erstmal hier meinen Brain Extractor rum. Als Waffe und gehe noch mal runter. Und mal wieder nach links. Oder nicht mehr nach rechts. Rechts? Das war tief. Es war echt tiefsinnig, so tief zu fallen. Ich muss da nur ran, ich muss nicht. Und bam, zerbrannt. Den habe ich auch getötet. Oh, und gleich eine. Warte. Nee, ich brauche ein anderes Brain. Wie steht's mit dir, mein Freund? Glaube ich ein Superior Brain. Ich gebe bloß Inferior Brains. Ich bin auch hier Brain Adams. Also müssten mir die Gehirne doch nur so zufliegen. Nur leider ist es bei Brain Adams nicht so, dass ihm die Gehirne alle so zufliegen. Er würde es zwar mögen, aber wie es immer so ist mit dem Leben, es klappt nicht alles so, wie es halt sein soll. Gut, was geht? So ein blaues Gehirn. Hier aber so ein rotes oder was weißes? Auf jeden Fall andersfarbige Gehirne. Das sieht wie mein Gehirn aus, ich habe es nie gesehen. Ich meine, es ist in meinem Kopf drin und nicht. Liegt nicht irgendwo rum. Verdammt. Jetzt. Hat aber lange gedauert. Ich glaube, so ein Gehirn, wie ich es möchte, doch bloß in. Sagen wir mal in jedem 7., 8. Fall auf. Die sind sehr selten. Warte mal, kriege ich das nicht, was ich will? Ist ja meistens so. Und wieder nur ein blaues. Und wieder auch nur ein blaues. Aber ich kann ein bisschen Gehirn sammeln. Das, was bei mir alles verloren ging. Ach, scheiße. Scheiße, nein. Ich bin tot. Das geht doch nicht, nein. Da wäre seit langem gestorben und auch nur ein Hunger, weil ich nichts zu essen da hatte oder mir nichts gebacken habe. Ich glaube, ich brauche aber dafür
Für das Gehirn. Was Robert hat, brauche ich ein Artificial und hierzu brauche ich ein Superior Gehirn. Was ich nicht hab. Oder nein. Deswegen muss ich nochmal hier runter und weiter Gehirne sammeln. All your brains belong to my oder me oder main. Bin ich jetzt auf Gehirnsuche. Die suchen nach meinem eigenen Gehirn. Ich brauche eine spannende RTL-Reportage daraus. Aha. Ein blaues Gehirn. Na gut, ich nehme die aber mit. Vielleicht brauche ich die doch irgendwann mal. Für ein wunderbares Gehirn-Ragout. Soll ja lecker sein. Habe ich mir sagen lassen. Wahrscheinlich von irgendeinem Idioten. Ich weiß gar nicht, ob Gehirn schmeckt. Ich meine, was ist das Gehirn eigentlich? Aus welchem Material besteht das? Das Gehirn. Wie heißt das Gehirn eigentlich Gehirn? Und Brain, Brain. Das ist hier die Frage. Ich kann mit meinem Brain Extractor zum Beispiel keine Pflanzen töten. Denn die haben kein Gehirn. Oder doch? Ich meine, sie haben Wurzeln, aber das ist vergleichbar mit dem Gehirn. Fragen über Fragen. Hier bei Gehirn 24, ihrer neuen Hotline. Das ist viel über Fragen über zum Thema Gehirn. Und auch noch los. Ich mache mir gleich echt ein Gehirn-Ragout. Ich nehme mein eigenes dazu. Ich will ein Superior Brain. Ich weiß auch nicht wofür. Doch, ich brauche das für den Robot. Aber ist nicht ganz so einfach. Gib mir mein Gehirn zurück. Ich hatte es jetzt. Genau das, was ich wollte. Nimm mal, ich brauche sogar mal ein zweites. Ich meine, es kann nicht schaden, mal ein zweites zu haben, wenn das erste ausfällt. So viele Gehirngags. Für Gehörnige. Die gerne ins Head. Auch ein blaues. Kann ich mir echt ein Gehirn-Ragout machen? Wort des Tages, Gehirn-Ragout. Ich glaube, es kommt sogar in den Titel des Parts rein, Gehirn-Ragout. Das wäre eine coole Idee. Ich werde es ja eh vergessen und am Ende was anderes draus machen. Weil ich meist das, was ich da halt bis dahin gedacht habe, schon wieder vergessen habe. Mein Gehirn sei Dank. Jetzt. Mach Schaden. Brain Freeze. Brain Freeze. Wo sind eigentlich die blauen Gehirne gut? Weiß das jemand? Ich kann sogar die Pixels aufsammeln mit meinem Brain Extractor. Das heißt sogar, die Pixel haben ein Gehirn. Cool. Oh, Erde? Nein, verdammt. Ich dachte, die Erde wäre schlauer. Du dumme Erde. So viel Erdsammlung. Sind sie alle ihr Gehirn vor denen, wenn ich mit dem Elektroschocker auf sie zukomme. Ist ja auch cool. Wohin unterscheidet eine Person am anderen? Am Gehirn. Also wie es aussieht. Das ist cool, dass man die einfach Pixel einfach aufkicken kann. Mit dem
Gehirnextrahierer. Oh, ich habe gerade daneben geschossen. Leider nicht. Oh, ein zweites. Ich glaube, es reicht. Ich bin eigentlich schon gut vorbereitet für den zweiten Boss. Aber dafür brauche ich viel Gehirn. Hier kann ich mir zum Beispiel mein Gehirn bauen, aber dafür brauche ich wieder 10 Steelbars. Wenn ich so weitermache, komme ich nie vom Planeten weg. So ein Scheiß. Ich habe einfach keine Kohle mehr, verdammt. Ich lebe auf einem anderen Planeten. Ist vielleicht mal echt Zeit. Weil da, wo ich war, ist halt irgendwie nichts mehr. Ich hoffe, wenn ich einfach zurückgehe. Das will ich jetzt aber nicht. Pack mal alles, was ich gerade nicht brauche, hier in die Kiste rein. Zum Beispiel ein Amboss, ein paar geschmolzene Kerne, ein paar Gehirne. Schadet ja nie. Eine Waffe. Eine Tür. Ein paar Erze. Noch mehr Erze. Da und da und da und da und da und da. Da habe ich ein bisschen Platz drin. Ich kann ein bisschen bomben. Ich würde am liebsten alles rumbomben. Aber dann kriege ich Ärger mit GEMA.